Der Traum von absoluter Freiheit. Der Traum von einem neuen Leben. Hier wird er Wirklichkeit. Ich lasse meinen tristen Fernsehalltag hinter mir und fahre dem Abenteuer entgegen. Die Erinnerungen an die seelenlosen Fernsehjobs und Joko Winterscheid verblassen. Alles ist denkbar. Alles ist möglich. Ich bin am Leben. Die Freiheit ein- und wieder ausgeatmet. Ich war so eins mit diesem Land. Naja, dann hatten wir alle Bilder im Kasten und dann bin ich wieder zurück im klimatisierten Bus. War sauheiß. Hier, Aircondition, ne? Leonardo DiCaprio hat Drehpause jetzt. Siehste, ich hab gesagt, Thailand, Urlaubsland, ne? Endlich ein schönes Hotel, alles in Ordnung. So schlimm kann's nicht werden. Klaas, hast du das schon gesehen? Ich komm da rein. Und das Erste, was ich sehe, ist so eine Begrüßungstafel, wo mir unmissverständlich klargemacht wurde, dass ich hier wahrscheinlich keinen Spaß haben werde. Thai-Boxing bizarr, der große Glashäufer-Umlauf steigt in den Ring, stand da sinngemäß. Da ruft der Winterscheiter wochenlang vorher irgendwo in Thailand an und nötigt diese Menschen, das dann ihre Begrüßungstafel zu schreiben. So ein Oberscheiß. This one is the business from Mr. Yoko. Und dann kommt der nächste Scherge und übergibt mir den Brief mit der Aufgabe. Und was steht da drin? Lieber Klaas, deine Aufgabe in Thailand ist es, in einer ganz besonderen Art des Thai-Boxens anzutreten und dabei drei Runden zu überleben. Allerdings dürfen nur Ehrenmänner in den Ring steigen und da gibt es bei dir ja schon noch gewisse Defizite. Sammle also vor dem Kampf ein paar Punkte für dein Karma-Konto und befreie eine Schlange aus dem King Cobra Village. Have fun, dein Yoko. Oh. PS, falls du planst, dich erstmal eine Runde auszuruhen, vergiss es. Dein Fahrer wartet vor dem Hotel. Ich habe mich dann irgendwie durchgefragt bis zu diesem King Cobra Village. Das war so eine Art Zeltstadt, wo alle Menschen, die dort sind, in irgendeiner Form davon leben, dass sie Schlangen haben. Da unten ist eine Bühne. Da wird wahrscheinlich irgendeine Schlangenshow gemacht. Da werden also Königskobras auf die Bühne geschleppt. Dann probieren die, den Schlangendompteur zu beißen. Der weicht aus und daraus besteht die Show. Tierrechtlich zweifelhaft. Ich soll eine Schlange befreien. Aber mir war nicht klar, wie ich das machen soll. Vielleicht ist das sogar das Gemeinste und Fieseste, was Joko Winterscheid jemals gemacht hat. Unter dem Deckmäntelchen des Tierschutzes. Wie stellt der sich das vor, ey? Soll ich mir die in die Tasche stecken oder was? Wollte er eine Situation herstellen, in der ich von einer sehr giftigen Schlange gebissen werde. Ich stehe schmiere und schicke sie ein und wir können wieder abhauen. Wohin willst du denn abhauen mit der Schlange? Wo willst du denn Schmiere stehen? Willst du dich hinter dem Baum verstecken oder was? Ja, hast du mal drüber nachgedacht, über den Plan? Mein einziger Ausweg, der mir dann irgendwann so bewusst wurde, war, es gab ja noch so 2 Meter lange Pythons. Die waren zwar auch fies, aber deren Kernkompetenz ist nicht beißen, sondern totwürgen. Dann dachte ich mir, damit könnte ich vielleicht klarkommen. Kannst du den Schlangendressurtypen ablenken? Mach mal ein Interview mit dem, stell dir irgendwelche Fragen, ich nehme die andere Schlange aus der Kiste mit. Unter all den gegebenen Möglichkeiten war die 2 Meter lange Würgeschlange immer noch die beste Option. Angenommen, jetzt wäre jemand so blöd und versucht, hier eine Schlange zu klauen aus dem King Cobra Village. Ist das möglich? Wie sicher wäre es, dass das schief geht? Alter, das hat geklappt, Wo ist das Auto? Fahr los. Alter, ich schwitze wie ein Schwein, ich bin so aufgeregt. Ja, du hast eine scheiß Schlange um den Hals. Ja, und ihr sitzt alle mit im Auto mit der Python. So, da mal drüber nachgedacht. Ach, stopp. So, raus. Was machen wir eigentlich? Was ist das für eine Scheiße, ey? So, hier ist gut. Ja, hau ab, schleich dich. Wenn du hier liegen bleibst, ne? Erwischen die dich sofort wieder, ne? Du bist auch echt doof, ey. Der Schlange die Freiheit geschenkt zu haben, war eigentlich eine gute Tat. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch irgendwelche Menschen, die dort wohnen, erwürgt hat. Aber gut, das ist der natürliche Kreislauf, ne? Ja, und abends stand dann ja noch der groß angekündigte Kampf an. Ich bin dann zu der angegebenen Adresse gefahren, zu dem Boxring. Das war im Grunde, wie man sich das vorgestellt hat, so ein Wellblechdach und eine Handvoll höchstgradig aggressiver Thai-Boxer.
I'm Klaas. Ich bin Klaas. Ja, was? Ich bin ja nun auch, was Kampfkunst angeht, kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe einen grünen Gürtel im Jiu-Jitsu. Oh, okay. Kampfmaschine, ne? Ja. Das hat die dann auch schon beeindruckt. Aber es war nicht einfach nur Thai-Boxen, sondern eine besondere Form des Thai-Boxens. Blindes Muay Thai? Blindes Muay Thai. Was? Blindes Muay Thai? Blindes Muay Thai, also mit Augenbinden. Was? Ist das die spezielle Art vom Thai-Boxen, die der meinte? Boah, ist das ein Penner, ey. Das ist wirklich das Allerblödeste. Du siehst nichts und die Schläge kommen wie aus dem Nirgendwo. Ja, ganz schön schwer, so eine Handschuhe. Das zieht einem so die Arme runter. Irgendwie. Der Weltmeister, der war natürlich dazu angehalten, mit mir noch ein bisschen zu trainieren. Aber das Training, das ging natürlich nicht lange, weil die direkt gemerkt haben, da rennen wir auch eine Tür ein. Das kann der ja alles. Gegen wen soll ich denn jetzt eigentlich antreten? Tor, Tor! Guten Tag. Hallo, ja. Der ist kleiner als ich. Klar, die machen da ihr Training und sind vielleicht ein bisschen mehr drin. Aber was die nicht haben, ist Showtalent. Und deswegen konnte ich auch mit psychologischer Kriegsführung direkt am Anfang ein bisschen punkten, wenn es darum geht, den Gegner erstmal einzuschüchtern. Mit einem selbstbewussten, guten Auftritt. Und da habe ich auch an seinem Blick gesehen, da dachte der auch, Udo, wer kommt da denn anmarschiert? Aber ihr habt dem gesagt, der macht nicht so doll, ne? Okay. Also ich war vorbereitet, ich war gut drauf. Und dann machte es Ding, Ding, Ding. Und dann ging's los. Zug! Ja, guck mal hier. Es hat ungefähr 2 Schläge gedauert, bis ich wusste, was da auf mich zukommt. Hey! Der Typ hat selbst blind die Dinger so hart versenkt, irgendwo in meinem Körper. Der war gut. Ach, Alter, die erste Runde war schon scheiße. Die erste Runde ist jetzt vorbei. Ansonsten hau ich dir aufs Maul, ich hab Kopfschmerzen. Es ist noch nicht rum. Die Runde ist jetzt vorbei. Ich versuch, wie ist das angekommen? Die Runde ist Runde ist rum. Alter, er hat mir dermaßen was gegen die 12 gehauen, Alter. Außerdem habe ich doch gedacht, ich soll es ihm sagen, dass er nicht so draufhaut mit so einem Geisteskranker. Ja, stimmt. So, jetzt mal ernsthaft, jetzt mal unter uns. Wenn es gleich noch mal so wild wird wie gerade, ne? Jan, dann schmeißt du das Handtuch rein. Okay? Und dann ist gut. Das macht jeder normale Boxtrainer. Wenn sein Schützling einfach nicht mehr kann und kurz davor ist zu sterben, dann wird das Handtuch geworfen, damit dann nicht noch Schlimmeres passiert. Attacke, Alter! Au! Oh! Handtuch, Alter! Handtuch! Handtuch! Wie was für ein Finish hast du? Warum findest du das nicht? Ja. Mein Team hat offiziell gesagt, sie hätten das Handtuch verlegt. Wo waren das gerade? Lag in der Ecke. Ah ja, gut. Verbummelt. Du brauchst auch nicht so grinsen. Du hast eh den größten Dödeljob hier. Bisschen die Angel hinhalten. In solchen Momenten, ne, werden die alle zu so RTL-Reportern. Das Einzige, was die wollen, ist Blut, Tränen und grün und blau geschlagen aus dem Ring kommen, damit die geile Bilder haben. Ich gewinne nicht gegen den. Kann man ein Handtuch verlegen? Ich werde jetzt einfach noch eine Runde aushalten. Ich habe noch nie ein Handtuch verlegt. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life, the most loneliest day of my life, the most loneliest day. Egal, was ich gemacht habe, ich habe einfach die ganze Zeit nur kassiert, kassiert, kassiert. Es hieß ja auch nicht gewinne, sondern überlebe. Und das war wörtlich gemeint.
such a lonely day. Ich wusste, ich hab's geschafft. Hab durchgehalten. Aufgabe erfolgreich erledigt in Thailand. Aber ich konnte mich nicht so richtig freuen. Ich war so verprügelt. Joko, ich war hier in Thailand. Ich hab die Schlange befreit. Ich hab hier deinen Boxkampf durchgehalten. Und jetzt steh mal ein bisschen früher auf, wenn du mich fertig machen willst. Zurück ins Studio.